Ja, wir werden es schaffen. Wir werden Corona besiegen. Die Frage ist, wann. Ich stelle sie auch meinem nächsten Gast, Professor Jonas Schmidt-Schanassit, Professor für Virologie aus Hamburg. Schönen guten Abend, Herr Professor. Ja, Herr Lauterbach sagt, es wird länger dauern, als viele glauben. Was glauben Sie denn oder was kann man darüber sagen? Bisher hieß es immer vielleicht der Frühling nächstes Jahr. Das ist ein Zeithorizont. Dann sind wir durch. Wir wissen, es ist ein saisonales Virus und gerade eben in den Wintermonaten im Herbst haben wir eben mit so einem Anstieg rechnen müssen und uns natürlich auch darauf vorbereiten. Aber das, was Herr Lauterbach auch gesagt hat, dass wir natürlich diese Pandemie besiegen werden, das ist ganz klar so, das werden wir. Wir haben alle Möglichkeiten, dieses Virus zu kontrollieren, es letztendlich in die endemische Situation zu drücken, so dass es, selbst wenn es zu mehr Infektionen kommt, eben nicht zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommt. Das ist ja das Entscheidende. Und das wäre dann wann? Also diese Fragen sind schwierig und man stellt sie sich, eigentlich wahrscheinlich dürfen sie oder können sie gar nicht richtig beantworten, aber es fragt sich natürlich wirklich jeder. Genau, es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Faktor, den wir jetzt gerade auch erleben, ist eine neue Variante. Ja. Das kann man nicht ausschließen, dass so etwas auch nochmal in der Zukunft auftreten wird. Nur je mehr Menschen sich impfen lassen, je mehr Menschen auch nach einer Impfung mit so einem Virus in Kontakt kommen, zum Beispiel mit so einer Variante, aber eben nicht erkranken, sondern nur in Kontakt kommen, desto wahrscheinlicher wird es, dass eben zukünftige Varianten nicht diese Probleme verursachen, wie zum Beispiel Delta in der Vergangenheit. Also nochmal, das Entscheidende ist letztendlich, wie viele Menschen erkranken, wenn sie in Kontakt mit dem Virus kommen. Und die Impfung und jetzt gerade auch die Boosterung in der aktuellen Situation ist dort der ganz entscheidende Faktor. Christian Drosten hat gerade mit Blick auf diese neue Variante auf Omikron gesagt, die wird erst im Januar, also die wird im Januar vermutlich zu einem Problem in Deutschland und eben deshalb die Pandemieverlauf bis in den Sommer hin verlängern, weil sie eben so viel ansteckender zu sein scheint. Was weiß man denn über Omikron? Wir sollten da sehr zurückhalten, was auch Spekulationen betrifft, uns hart an den wissenschaftlichen Fakten orientieren. Heute sind gerade interessante neue wissenschaftliche Daten dazu auch veröffentlicht worden. Und dann müssen wir auch sagen, was ist wichtig für die Bevölkerung? Es sind ja zum Teil andere Punkte wichtig in der Wissenschaft als für die Bevölkerung. Das heißt, wie kann ich mich vor so einer Infektion schützen? Das ist die erste Frage. Wirkt die Impfung? Soll ich mich weiter impfen lassen? Wirkt. Und da haben wir heute erste Daten, die zeigen, dass die Antikörper, die nach einer Impfung gebildet werden, nicht mehr so gut dieses Virus neutralisieren können. Aber das ist ja nur eine Barriere, die das Immunsystem hat, um gegen so eine Infektion vorzugehen. Die anderen funktionieren noch ausreichend, sodass es mit großer Wahrscheinlichkeit eben nicht zu einem massiven Anstieg der schweren tödlichen Verläufe kommen wird bei diesen Impfdurchbrüchen oder auch bei diesen Reinfektionen. Trotz dieser neuen Daten, die eben zeigen, dass die Impfstoffe nicht mehr so gut wirken. Und dann haben wir auch nochmal natürlich den ganz entscheidenden Unterschied, bin ich geboostert oder bin ich noch nicht geboostert? Das haben die Daten, die gerade auch vor wenigen Stunden eben auch veröffentlicht wurden, auch nochmal gezeigt, dass es dort diese Unterschiede gibt. Also viele kleine Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Und der zweite wichtige Punkt, der Moment, auch wichtig ganz kurz, ich muss beim Boostern einhaken. Und zwar deshalb, weil, wenn ich das heute richtig verstanden habe, es war ja eine der beiden BioNTech-Gründerinnen, die darüber geredet hat und die hat gesagt, der Booster sollte wegen des Schutzes vor Omikron vorgezogen werden, also möglichst so früh wie möglich. Denn das würden diese Daten zeigen, dass der tatsächlich noch mal vor einer Infektion und schweren Erkrankung wirksam schützt, wenn man ihn doch früher dann setzt. Jetzt haben Sie wieder den Fehler gemacht, Infektion, schwere Erkrankung zusammenzuziehen. Ich habe nur das gesagt, was ich heute gehört habe von... Genau. Bei der Infektion ist es so, dass wir da sicherlich auch davon ausgehen können, dass es nach einigen Monaten auch wieder nach unten gehen wird. Ja. Das Entscheidende, muss ich nochmal betonen, was die Impfstoffe leisten, ist Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod. Und das hat sich nicht dramatisch verändert. Aber wenn ich jetzt frisch geboostert bin, habe ich natürlich nochmal auch einen besseren Schutz gegenüber einer Infektion und auch der Weitergabe des Virus, was gerade eben in den kritischen Bereichen, alten Pflegeheime, wenn ich mit alten Menschen zu tun habe, ganz entscheidend ist. Okay. Aber nochmal, was ist relevant für die Bevölkerung? Impfen, boostern, nach wie vor ganz wichtiger Baustein in der Pandemie. Der zweite, funktionieren die Teste auch mit Omikron? Ja, sie funktionieren, die PCR-Teste funktionieren. Man weiß es auch schon für einen Teil der Schnellteste. Also man kann auch damit wieder Infektionsketten unterbrechen. Ganz wichtig gerade, wenn wir über zum Beispiel eine 1G-Regelung in kritischen Bereichen sprechen. Und
was auch noch wichtig für die Bevölkerung ist und was sich seit Anbeginn der Pandemie nicht geändert hat. Die ganz normalen AHL-Maßnahmen wirken natürlich auch bei Omikron. Ich kann mich mit einer Maske schützen, ich kann mich durch Abstand halten schützen, ich sollte lüften, wenn ich in geschlossenen Räumen bin. Und damit hat man einen Instrumentenkasten, den wir auch bei Omikron effektiv einsetzen können, damit es zu keiner Überlastung kommt. Die Masken schützen sogar noch mehr, als man bisher gedacht hat. Das war eine Studie vom Max-Planck-Institut, die auch in diesen Tagen erschienen ist. Ja, die kann man so oder so beurteilen. Da muss man dann auch sehr ins Detail gehen. Da ging es ja auch um die FFP2-Masken. Genau. Natürlich ist es klar, wenn man die FFP2-Maske richtig verwendet, dass sie korrekt sitzt, was eben nicht trivial ist, dann schützt sie besser als eine OP-Maske. Das ist, glaube ich, jedem klar. Nur auf Bevölkerungsebene ist das nochmal was ganz anderes. Wer hat schon eine wirklich passende FFP2-Maske und testet das auch, dass sie dicht ist? Also das ist eine unheimliche Herausforderung. Darum gibt es auch ganz klar die Stellungnahmen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften dazu, Krankenhaushygiene, Mikrobiologie, die sagen, auf Bevölkerungsebene hat eine FFP2-Maske nicht verloren. Die hat in den Bereichen etwas zu suchen, wo es wirklich wichtig ist, Krankenhäuser und entsprechend, wo man viel Kontakt mit vulnerablen Menschen hat. Fühlt man sich trotzdem besser mit irgendwie. Nochmal ganz kurz zurück zu Omikron. Und zwar deshalb, weil der US-Virologe Professor Fauci gesagt hat, es scheint sich eben doch da herauszustellen, dass, Sie lachen schon wahrscheinlich, wollen Sie es nicht kommentieren, aber dass Omikron möglicherweise eben dann doch schneller sich verbreitet, infektiöser ist, aber möglicherweise eben, und das würde das Verhältnis zwischen der Zahl der Infektionen und der Zahl der Krankenhausaufenthalte zeigen, geringere, schwerere Verläufe dann hat. Also harmloser ist, übersetze ich jetzt mal. Das sind die Daten aus Südafrika. Und wir haben in Südafrika eine ganz andere Situation, eine andere Bevölkerungsstruktur. Wir haben zum Teil auch jüngere Menschen, die sich jetzt hauptsächlich eben infizieren. Und insofern kann dieses Bild trügerisch sein. Das heißt, wenn sich diese Variante zum Beispiel in Deutschland ausbreitet, ja, und eben zum großen Problem für ältere Menschen wird, dann kann das ganz anders aussehen. Und gerade wenn wir jetzt darüber sprechen, dass sie dominant werden könnte, was sie wahrscheinlich in Südafrika wird, und wenn sie das bei uns wird und in kurzer Zeit zu vielen Infektionsfällen führt, dann ist es sogar problematisch, wenn sie mildere Verläufe, also hauptsächlich mildere Verläufe verursacht, weil dann einfach die pure Masse dazu führt, dass es natürlich bei den Immungeschwächten und die, die nicht so gut auf eine Impfung reagieren können, natürlich auch zu schweren Infektionen kommt. Okay. Insofern würde ich alles das auch mit Vorsicht zu genießen. Ja. Können Sie uns denn sagen, wo wir gerade stehen gegenwärtig in dieser vierten Welle? Weil was wir ja sehen in den letzten Tagen, dass die Zahlen zu stagnieren scheinen. Ich werde jetzt wirklich vorsichtig. Oder sogar rückläufig zu sein scheinen. Ist das ein Schein, der trügt oder passiert da gerade was? Da passiert wirklich was. Wir müssen jetzt abwarten, wie nachhaltig diese Entwicklung ist, ob es wirklich eine Trendumkehr gibt, dass die Zahlen wirklich nach unten gehen oder eben eine Plateaubildung. Und wo man dann sagt, wenn jetzt noch Omikron sich auf dieses Plateau draufsetzt und dann nach oben geht, das ist etwas, was man eben unbedingt verhindern will. Und darum eben auch die große Aufgabe für den neuen Gesundheitsminister, die Boosterimpfung in wenigen Wochen so zu organisieren, dass eben ein Großteil der Menschen, die sich jetzt eben boostern lassen wollen, das auch eben ermöglicht wird. Das wird ganz, ganz entscheidend sein, um eben zu verhindern, dass es wieder nach oben geht. Die Politik debattiert darüber, ob das, was wir gerade sehen, an Stagnation, an Plateau, schon Folge der Maßnahmen ist, die ja zum Teil eben verschärft worden sind, zum Beispiel in Bayern, oder ob das zu dem normalen Wellenverlauf einer solchen Pandemie gehört. Was ist Ihre Sicht darauf? Das ist eine ganz schwierige Frage, die man eben gar nicht so einfach beantworten kann, weil man ja immer ganz viele Stellschrauben dreht und dann nicht sagen kann, das liegt jetzt genau daran, weil wir 2G eingeführt haben. Gleichzeitig hat sich das Verhalten der Bevölkerung geändert. Man ist vorsichtiger geworden. Wir haben 3G am Arbeitsplatz, viel mehr Menschen sind im Homeoffice, also ganz viele Punkte und das macht es unheimlich schwer zu sagen, genau die Maßnahme ist es gewesen. Was man aber weiß aus Meta-Analysen unter anderem, dass genau die einfachen Maßnahmen, die ich genannt habe als dritten Punkt, Maske, Abstand, Hygiene, dass das definitiv dazu führt, dass eben solche Zahlen auch nach unten gehen können. Für die anderen Maßnahmen ist das leider nicht gezeigt. Da können wir das nicht so klar sagen und sagen, 2G ist jetzt der entscheidende Punkt, dass es jetzt gerade stagniert oder nach unten geht. Sie sind jemand, der sagt, also 2G, das haben Sie schon vor einiger Zeit gesagt, gibt eine Scheinsicherheit. Das liegt auch daran, dass eben der Impfschutz dann nachlässt und man sich gleichzeitig, wenn man diesen 2G-Status hat, anders bewegt, weil man denkt, ich bin geschützt. Das hat sich als trügerisch herausgestellt. Sie sagen, 1G ist eigentlich besser. Was ist 1G? Natürlich nicht in allen Bereichen. Und wir haben ja 1G schon gerade in den kritischen, vulnerablen Bereichen alten Pflegeheimen. Nämlich, dass sich alle testen lassen müssen. Und zwar egal, ob geimpft, genesen. Also
egal oder wer. Ungeimpft, weil wir haben ja noch keine Impfpflicht. Insofern muss man ehrlich sein und das richtig benennen. Es ist nämlich so, dass sich dort alle testen lassen müssen. Und natürlich ist es kein Modell, was man flächendeckend einführen kann. Das wäre ein wahnsinniger Aufwand. Es geht ja immer darum, effizient diese Maßnahmen und die Ressourcen einzusetzen. Aber gerade für die kritischen Bereiche ist das eben etwas, was sehr gut funktionieren kann. Man muss natürlich die richtigen Teste dort einsetzen. PCR-Verfahren zum Beispiel, die entsprechend sensitiv sind, jetzt auch gerade bei der Omikron-Variante sehr, sehr entscheidend. Und dann muss man sich letztendlich überlegen, ob man das mit dieser Impfpflicht macht oder nicht. Aus ärztlicher Sicht bin ich immer sozusagen dafür, dass ich möglichst viele Menschen impfen lassen. Ob man das mit einer Impfpflicht erreicht oder mit stärkeren, niedrigschwelligen Angeboten, das ist etwas, was man als Gesellschaft diskutieren muss. Umfragen unter anderem auch der Universität Erfurt von Cornelia Beetsch zeigen ja, und das wurde ja auch schon hier im Panel erwähnt, dass eben bei den Impfgegnern ein nicht unerheblicher Teil ist, der sich auch wahrscheinlich dann nicht impfen lassen wird. Also das wird ganz interessant sein, wie man dort eben auch zu mehr Impfung kommt in dem Bereich. Wie viele von den Nicht-Geimpften glauben Sie, lassen sich denn noch erreichen? Was ist Ihre Sicht darauf? Ja, bei dieser sehr guten Umfrage, die auch regelmäßig durchgeführt wird, Cosmo, ist das ungefähr ein Anteil von 40-30%, den man noch erreichen kann in diesem Gebiet. Und wir müssen ja auch sehen, natürlich wünsche ich mir, dass sich möglichst viele Menschen gerade in diesen kritischen Bereichen der Altenpflege impfen lassen. Nur, es wurde ja auch angesprochen, wir wissen gar nicht zum Teil, wie viel sind denn da geimpft und eben auch ungeimpft in diesem Bereich. Das hat gerade eine Recherche vom NDR und auch der Süddeutschen Zeitung ergeben. Wir wissen nicht, wie viele der alten Menschen haben gerade die Boosterung, die so dringend notwendig ist bei diesen Menschen. Wer hat die schon erhalten und wer nicht? Damit das mal zentral auch organisiert werden kann, sagt, das ist jetzt ja wirklich wichtiger, als dass ich hier den nächsten 40-Jährigen impfe, der keine Vorerkrankung hat. Also gerade diese Priorisierung und der Einsatz der begrenzten Ressourcen ist ja das Entscheidende in der Pandemie. Wir haben eine neue Regierung, wir haben eine neue Variante. Wie optimistisch sind Sie oder wie pessimistisch sind Sie über den weiteren Verlauf? Ich bin von Natur aus immer optimistisch und das, was jetzt auch von der Ampelkoalition auch schon gesagt wurde, begrüße ich sehr, insbesondere im Rahmen des Pandemierats, dass dort also eine breite Beratung auch stattfindet, jenseits der virologischen, epidemiologischen oder auch zum Teil physikalischen Expertise. Das ist ganz, ganz wichtig meines Erachtens, weil Gesundheit eben doch mehr ist als dieser rein biomedizinische Aspekt. Das sehen wir jetzt gerade in der Pandemie nicht. Also das geistige Wohlergehen, absolut, das soziale Wohlergehen und diesen Ausgleich zu finden, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit es eben nicht noch zu dieser zunehmenden weiteren Spaltung kommt, die ich auch mit großen Sorgen sehe. Danke für diese klaren Worte, Professor Jonas Schmidt-Schanassi. Schönen Dank, dass Sie hier waren.